먹어요. Hallo Leute, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe von Wie geht eigentlich Musik? Autsch! Zum Glück nicht laut! Beim letzten Mal waren wir alle gemeinsam tiefenentspannt im Reggae-Pool drin. Und heute wird's wieder etwas belebter mit House. Oh. Es darf nicht wahr sein. Wer den Dr. House-Gag jetzt nicht verstanden haben sollte, der hört sich von Teardrop Massive umgekehrt. Von Massive Attack Teardrop an. Link dazu unten. Obwohl es nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber egal. Wo kommt House eigentlich her? Jetzt nicht der Doktor. Rasch reisen wir ins Jahr 1980 und treffen dort im Warehouse in Chicago. Dort treffen wir DJ Frankie Knuckles, der dort zum ersten Mal Hausmusik aufgelegt hat. Und deswegen heißt House auch wie House heißt, weil es in dem Warehouse zum ersten Mal konzertant abgespielt wurde. Was braucht man für House? Ein Doktortitel. Schlagzeug. Also, die Kick und die Hi-Hat haben sich zusammengeschlossen, sie haben quasi geheiratet und bekleiden so ziemlich jede Sechzehntel, die man sich vorstellen kann. Wobei auf 1, 2, 3 und 4 immer die Kick kommt und auf die Sechzehntel zwischen den geraden Zählzeiten kommt die Hi-Hat. Also sie kommt wirklich. Die spritzt ab. Heftigst. Auf 2 und 4 nimmt die Snare Platz und rotzt sich nochmal so vor die 3 auf die letzte Sechzehntel. Und wie im Schlager schon praktiziert und exerziert, wollen wir auf 2 und 4 klatschen. Was macht denn der Affe jetzt nochmal? Na, der klatscht. Der freut sich einfach. Was komplementiert das Schlagzeug am besten? Der Bass. Überraschung! Für den Bass greifen, wenn man beherzt in den Techno-Trickkisten sein. Nein, halt! Techno kam später. Wo greifen wir also rein? Man weiß es nicht genau. Wir lassen es uns aber nicht nehmen und greifen trotzdem in den Synthesizer-Trickkistensack. Und da kommt der Bass nämlich her. Tonal darf eigentlich nicht so viel passieren, aber rhythmisch darf er so richtig schön einen vom Leder lassen. Da wir schon mal dabei sind, kommen wir nun zum Synthi. Der Synthi syntigt. Denn wenn wir auf eine Taste drücken, wird nicht ein Ton abgespielt, sondern drei. Also ein Dreiklang. Ist ja klar, weiß ja jeder. Und die flinsen so irgendwie um den Bass drumrum. Interessanter zu machen, tun wir jetzt Percussion rein. Die Percussions verteilen sich auch auf das 16. Raster und machen den Song noch grooviger. Da wir bei Epic Music Time sind, brauchen wir More Synthi! More Synthi! More Synthi! Und zwar, weil wir selbstverständlich keine Instrumente mit natürlicher Klangerzeugung zulassen. Ich meine, immerhin sind wir in der EDM. Electronic Dance Music. Und fertig ist die Soße. Rein theoretisch könnten wir das Lied jetzt abspielen. Allerdings wäre ja House nicht House. House wäre ja nicht House, wenn er die ganze Zeit mit dem Stock rumlaufen würde. Ich meine natürlich, House wäre nicht House, wenn sie elendig lang für 8 Takte jedes Instrument einzeln laufen lassen und dann immer eins dazukommt, das immer vielschichtiger wird und das dauert und dauert und... Das zeige ich euch jetzt. Thank you.
So, das war's mal wieder mit einer weiteren Ausgabe von Wie geht eigentlich Musik heute Haus? Hurra! Wenn ihr noch mehr Bock habt auf so eine geile Scheiße, dann könnt ihr da abonnieren. Da gibt's die letzte Ausgabe mit Reggae und da ist der letzte Loop. Ich hasse mein Leben. Oh, nein. Ja, dann meine ich nicht, ich hasse mein Leben, sondern irgendwie Tschüss gesagt.